Hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. Wir sind hier, wo mein Schatzi? Auf dem Campingplatz Carpe Diem in... keine Ahnung. Winterberg. Was? Winterberg? Nee, wie heißt's? Wildberg? Wildberg. Wollte ich testen. Ich hab's gewusst. Ausnahmsweise. Normalerweise weiß es Moni immer, aber jetzt hab's nicht gewusst. Ja, und das ist ein ganz toller Campingplatz, den wir hier gesehen haben bis jetzt, oder? Ja. Hallo. Tag. Und wir machen jetzt eine Stellplatzführung natürlich wieder für euch, so wie wir es immer machen, damit ihr mal so einen Eindruck bekommt von diesem Campingplatz, oder? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Wir gehen jetzt mal über den Platz. Ja. Und gucken uns mal die Sanitärhäuser an oder ja, das Sanitärhaus. Ja. Und nehmen wir euch natürlich mit. Genau. Der Holger, das ist der Besitzer hier von dem Campingplatz, also echt ein toller Kerl. Der macht das seit letztem Jahr, hat er erzählt. Ja, das macht er echt gut. Und der meint, also entweder ist der Stellplatz zu groß für uns oder der Schnuffel zu klein für den Platz. Aber er gibt uns trotzdem. Und wir haben echt einen riesengroßen Platz hier. Das muss man echt sagen, oder? Ja, Stellplatz 104. Stellplatz 104. Also da passt locker mal ein 8-9 Meter Wohnmobil drauf. Genau. So, und jetzt kommen wir zur Stellplatzführung. Und wenn wir morgen Tour machen, dann, wenn ihr Lust habt, dann werden wir euch auch da mitnehmen, oder? Wenn wir eine Tour machen, vielleicht machen wir einfach auch mal nur Relaxing. Losertag. Wobei, ich habe was im Internet entdeckt. Das heißt, wie heißt's? Jetzt fällt mir keine Ahnung ein. Das ist so ein tolles Lokal. Und da müssen wir hin. Aber den Namen weiß ich jetzt nicht also, mehr. Also, jetzt muss ich euch sagen, die Moni hat vor einer halben Stunde angerufen und hat einen Platz reserviert in einem Lokal, wo sie jetzt nicht mehr weiß, wo sie reserviert hat. Also, Moni? Ich fahr runter. Meine kleine Schnuffelmaus. Ja, ich fahr runter, Schatzi. Sie fährt so runter, dass sie nicht mehr weiß, wo sie reserviert hat. Nein, ich sag das gleich. Krabbernest heißt das. Krabbernest. Und es ist so schön urig, das Teil. Ja, zumindest mal auf die Bilder her und da nehmen wir euch dann mit, gell? Also bis dann, ciao, ciao. Ciao. Wir starten die Stellplatzführung mit einem kleinen Überflug. Der Campingplatz Carpe Diem liegt direkt an der Nagold. Kalf und die Ortschaft Nagold sind nicht weit weg. Man sieht ja schon von oben, wie toll parzelliert und wie freiläufig das Gelände hier ist. Das Freibad lädt im Sommer zum Schwimmen ein. Es ist nicht beheizt. Das heißt, es ist etwas frisch, aber angenehm frisch. Man sieht auch hier die Bundesstraße. Tagsüber sind schon einige Autos unterwegs, aber nachts ist es recht ruhig. Das Eingangsschild begrüßt uns zu Carpe Diem und der Platz ist auch prämiert. Hier die Einfahrt links mit der Rezeption. Es gibt einen kleinen Biergarten mit dabei, sehr schön, sehr gemütlich. Und im Innenraum ein Aufenthaltsraum oder Frühstücksraum, wo ihr auch ein kleines Kiosk anfindet mit Prospekten. Ihr könnt auch hier Kleinigkeiten einkaufen, Snacks oder auch Getränke. Eine Tiefkühle mit Eis, vor allem für die Kids, und ihr könnt auch Brötchen bestellen. Die kleine Snackkarte, auch schön. Und direkt am Eingangsbereich gegenüber von der Rezeption befindet sich das Sanitärgebäude. Hier mit den Toiletten von den Herren. Es ist alles etwas in die Jahre gekommen, aber ein großes Lob an Holger. Er hält hier alles wirklich sehr, sehr schön sauber.
das muss man wirklich sagen. Die Waschbecken bei den Herren, bei den Damen sieht es genauso aus. Und die Duschen hier mit dem Münzautomat. Es gibt einen separaten Raum für die Entleerung der Chemietoilette und direkt vorne dran eine Möglichkeit, sich dann die Hände zu waschen. Auch ein separater Raum für die Waschmaschine und den Trockner und auch der Bereich, wo man das Geschirr spülen kann. Jetzt gehen wir mal über den Platz und gucken uns mal die einzelnen Plätze an. Wirklich schön angelegt hier. Man hört ein bisschen die Straße oben, die Autos, aber nicht störend. Nicht störend. Nö. Und ich denke, es ist teilweise auch noch Feierabendverkehr. Bei der Nacht wird es komplett ruhig sein. Denke ich auch. Und ein Zug fährt auch alle 10 Minuten, Viertelstunde vorbei, da oben ein kleiner. Ein kleines Bummelbähnchen, Zügchen, das ist gerade so, ja. Auch die Zeltwiesen sind parzelliert. Wir sind jetzt hier im hinteren Bereich von dem Campingplatz. Da ist man ein bisschen dichter an der Straße dran, da hört man die Straße doch ein bisschen mehr. Zwischendrin hat es auch immer Wohnwegen, wo fest hier stehen, die komplett eingebaut sind. Mal gucken, wie das heute Abend mit den Schnaken ist, mein Schatz. Und wie gefällt dir der Campingplatz? Sehr gut. Richtig schön. Total weitläufig. Ja. Viele Plätze nicht belegt. Tja, und auch unser Schnuffel steht auf einem mega großen Stellplatz. Für Nicht-Wohnmobilisten gibt es auch noch die Möglichkeit, kleine Ferienhäuser oder kuschelige Schäferwagen anzumieten. Goldig, gell? Guten Morgen. Guten Morgen. Wie hast du geschlafen? Ich habe sehr gut geschlafen. Wir haben heute richtig lang geschlafen. So lange haben wir schon lange nicht mehr geschlafen. Wann war das letzte Mal? Keine Ahnung, aber ich verrate nicht die Uhrzeit, wie lang das war. Das nee. Nein. Aber sonst, für uns ungewöhnlich. Sonst müsste ich jetzt guten Mittag sagen. Genau. Ja, von der Bundesstraße war kaum was zu hören. Es war recht ruhig. Und mein Schatzi hat für heute eine Tour ausgesucht. Mhm. Ich bin schuld. Da willst du mal was verraten dazu? Wir fahren hier vom Campingplatz nach Nagold, gucken uns Nagold an. Waren wir noch nicht? Nein, das ist eine Easy-Strecke. Und danach wird es ein bisschen schwerer, laut Komoot schwer. Weil 510 oder 580 Höhenmeter mit einer Steigung von 11-14%, glaube ich, zwischendrin. Also, weil dann wollen wir nach, wie heißt das? Keine Ahnung, wie das heißt, in die Grappa. Es soll auf jeden Fall von der Bilder her. Grappanest. Grappanest, genau. Also von dem her gesehen, auf zum. Nee, jetzt noch nicht zum Grappanest. Erst auf zur. Zu. Auf in Richtung Nagold. Wir kriegen es doch hin. Also, wir sehen uns. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. Der Radweg vom Campingplatz Carpe Diem ist wirklich easy zu fahren Richtung Nagold. Direkt an der Nagold entlang und macht riesig Spaß. Können wir nur empfehlen. Es ist Samstag und in Nagold ist der Wochenmarkt. In Nagold waren wir bisher noch nie und haben festgestellt, dass Nagold eine wunderschöne, alte, traumhafte Stadt ist mit viel Fachwerk, vielen alten Gebäuden. Es lässt sich super schön darin shoppen, flanieren, genießen und ganz ehrlich,
Wir haben es auch genossen. Toll hier. Von Nagold aus sind wir noch in Richtung Talmühle gefahren, um dort noch einzukehren, bevor wir unser weiteres Ziel angepeilt haben, das Grabbernest. Wir sind jetzt am Grabbernest. Ja. Wir waren vorher noch in der Talmühle, habe jetzt was weiß ich wie viel Höhenmeter, 500, 24% Steigung. Es reicht. Zwischendrin, also nicht alles. Nicht übertreiben. Na, nicht übertreiben. Aber es gab einen Teil, wo wir geschoben haben. Ja, weil es der Schotter zu eik war. Haben die Räder durchgedreht beim Bike. Und jetzt gehen wir ins Grabbernest und gehen mal gemütlich essen. Ja. Das Grabbernest ist ein total süßes Lokal, viel mit Holz, urig eingerichtet, genau unseren Geschmack. Und wenn das auch euer Geschmack ist, dann müsst ihr da unbedingt hin, weil das Essen selber war auch mega, mega lecker. Jetzt machen wir mal einen Flug über unser Essen. Eine Schlachtplatte habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Das im Sommer. Das im Sommer und die Moni hat einen Schwabenteller. Normalerweise Schwabenteller, sagen wir immer, das ist ziemlich sparsam, aber das ist gar nicht sparsam, oder? Nein, das ist überhaupt nicht sparsam, aber von jedem ein bisschen was, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ja, das haben wir dann richtig entschieden. Ja. Dann guten Appetit. Danke gleichfalls. Vom Grabbernest sind wir dann gemütlich talabwärts zurück nach Nagold geradelt. So, Mausele. Ja, ich kann nicht. Ich muss hier mich konzentrieren. Die Straße ist schmalmausig. Wenn mir jemand entgegenkommt, muss ich irgendwie ausweichen. Genau. Ich weiß nur nicht, wohin ausweichen. Ja. In den Bach. In den Bach. Also, auf der Herfahrt haben wir ja gedacht gehabt, dass das eine Einbahnstraße ist. Ist es aber nicht. Das heißt, dieser etwas breitere Fahrradweg, möchte ich fast so sagen. KB-Team hat selber keine Grauwasserentsorgung. Von dem her gesehen könnt ihr das Grauwasser entsorgen, wenn ihr von dem Campingplatz Richtung Wildberg fährt. Und dort gibt es gleich am Anfang einen Stellplatz, wo ihr es entsorgen könnt. Wir fahren jetzt wieder heim. Das Wochenende ist rum. Und also zumindest mal für mich und für dich auch? Ja, für mich auch. War es ein super Stellplatz. Campingplatz, super klasse, Betreiber, super nett. Ja. Die Duschentoiletten sind halt älter, aber sehr sauber. Das ist erst alles gemacht worden, gestrichen worden. Dusche muss man 50 Cent reinschmeißen, läuft dann so 5-6 Minuten. Aber es reicht zum Duschen. Ich finde es klasse. Das Freibad, das Planschbecken, sag ich mal, haben wir jetzt nicht genutzt, weil wir unterwegs waren und auch nette Freunde kennengelernt haben, die sich direkt neben uns gestellt haben. Ja, toll. Straße ist nebendran, ist jetzt nicht stören. Man hört die Autos, aber uns stört es nicht. Ja, tagsüber. Sag mal, nachts, also ich habe nachts nichts gemerkt von Autos. Tagsüber herrscht sie halt, weil halt die Bundesstraße auf der anderen Seite von der Nagold, die dort direkt am Campingplatz läuft, die Bundesstraße geht, aber nicht störend. Nee. Okay, also, wenn euch der Campingplatz zugesagt hat, wenn ihr Spaß gehabt habt an der Unternehmung, die wir gemacht haben, dann gebt uns einen Daumen nach oben, wird uns freuen. Kommentare lieben gerne, wir beantworten die auch. Und wenn ihr ein Abo da lasst, dann freuen uns wir natürlich auch mega. Ah ja, sowas von. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Video. Euer. Entschuldigung, ich habe die schon wieder in Musik. Band.
und Moni. Ciao, ciao. Schnuffel on Tour. Ciao. Ciao.